Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte mir, es ist mal wieder Zeit, um mal ein bisschen Zug zu fahren. Deswegen nehmen wir direkt mal die Schnellfahrstrecke Köln-Aachen, gucken mal auf Erkunden, dann Szenarien und gucken mal, was wir machen, ne? Dann machen wir doch hier nochmal die talentierte Übernahme, ne? Ich glaube, die haben wir zwar schon mal gemacht, aber ist ja immer wieder schön, so eine Strecke zu fahren, im Sonnenschein, ein bisschen durch die Gegend fahren. Ist immer besser als im dunklen Regen, ne? Genau. Ich muss selber lesen, na super. Willkommen in Düren, dies ist ein RE9 von Köln bis Aachen Hauptbahnhof mit den Halt an allen Bahnhöfen. Öffnen Sie die Türen, um mit dem Einsteigen zu beginnen. Okay, Kollege, das schaffen wir. Dann einmal die Türen öffnen. Rechts, ne? Genau. Zack. Die Türen sind offen. Wir können uns hier nochmal ein bisschen umgucken hier. So schön, wie das aussieht hier, ne? Kann man sich echt nicht beschweren. Hier ist er. Unser Zug. Ist der nicht schön? Gefällt mir gut. So, dann können wir die Türen schon wieder verriegeln. Das machen wir auch mal. Einmal einsteigen, Türen schließen, hinsetzen und dann gucken wir mal hier. Türen schließen. Jawohl. Dann müssen wir gucken, denn wir haben ja viele Haltestellen vor uns, dass wir auch den Halt nicht verpassen. Denn man wird ja doch relativ schnell flott, ne? So, langer Wehe in 9,2 Kilometer um 12.19 Uhr. Leute, wir retten natürlich den Ruf der Deutschen Bahn und kommen deshalb mal pünktlich. Ist das nicht ein gutes Vorhaben? Also ich finde es top. Ja, wir dürfen einige schneller fahren, gleich 60, aber wir fahren ja immer noch nur 12. Von daher geben wir mal ein bisschen Gummi hier. Ach, ist das schön. Mal wieder rein mit uns. Gucken, dass wir nicht zu schnell werden. Denn wir haben jetzt gleich die 60 erreicht, genau. Nee, 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 nicht bremsen. Kacke. Das ist ja so ein Kombi-Hebel. Habe ich das ganz vergessen. Denn bei manchen Zügen hat man hier halt hier nur Gas und dann nur Bremse. Und hier hat man halt Gasbremse in einem Hebel und auch keine AFB oder sowas. Dafür hat man Tempomat. Den können wir auch gleich mal nutzen. Aber jetzt dürfen wir auch wieder Gas geben. Von daher machen wir das dann auch mal, ne? Maximale Leistung. Wir wollen ja pünktlich kommen. Wie gesagt, ne, der Ruf der Deutschen Bahn muss gerettet werden. Während wir hier so hintuckern, können wir mal die SIFA einschalten, ne? Einmal hier hin. Gucken wir mal, SIFA, wo ist sie? Hier, SIFA-Trennschalter. Ein. Hinsetzen. Und die SIFA drücken, ne? Sonst machen wir halt eine Zwangsbremsung. Und das wollen wir natürlich vermeiden, ne? Wir können mal in den Dark Mode gehen. Der sieht irgendwie cooler aus. So. Noch 7 Kilometer. Bis nach Langerwehe. Da kommt der ICE. Moin! Einmal wieder rein. Dann das Zeug wieder einblenden hier. Zack. Ja, noch 1,9 Kilometer. Müsste passen. 85 km/h haben wir drauf. Ja, das schaffen wir doch locker mit dem Bremsen. Jetzt haben wir 19 und um 19 sollten wir da sein, das heißt in unter einer Minute. Aber das sieht da gut aus hier, ne? Hier noch 300 Meter. Das schaffen wir. Sehr gut. Da kommen wir angefahren. Sieht doch gut aus. Jetzt müssen wir stehen. Einmal stehen bitte. Genau. Hat auch gut funktioniert, ne? Dann, rechten Türen müssen wir öffnen. Das wäre hier. Wenn wir stehen natürlich. Genau, jetzt. Einmal Türen öffnen. Dann haben wir es sogar noch geschafft, ne? Vor 12.20 Uhr. Ja, top. Dann, ja, Türen sind offen. Ach, ist das nicht schön hier. So eine geile Grafik hat man in wenigen Spielen. Türen verriegeln schon. Ging ja flott. Dann können wir auch schon weiterfahren, ne? Oder? Türen sind zu. Noch 7,2 Kilometer bis nach Eschweiler Hauptbahnhof. Ja dann, let's go. Wir können ja mal das Zeug ein bisschen ausblenden hier. Ich frage mich, wenn man ohne diese ganzen Hilfen fahren will, wo sieht man denn, wann der nächste Halt kommt? Sieht man das hier irgendwo, oder? Denn wenn ich das ganze Zeug anhabe, sehe ich ja immer hier oben, wie viele Kilometer es noch zum nächsten Halt sind.
Muss ich ja auch sehen, sonst weiß ich ja gar nicht, wann ich anfangen muss zu bremsen. Also falls ihr euch auskennt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wo man das in echt sieht. Oder muss man hier den Fahrplan einstellen oder so? Keine Ahnung. Ich bin ja auch kein Zugführer, ne? Was ist das eigentlich hier? Federspeicherbremse. Auch Federspeicherbremse. Mhm. Noch 270 Meter. Das heißt, wir können mal langsam bremsen. Aber wirklich langsam. Mit, sagen wir mal, 40%. Und dann kommen wir doch da gut zum Stehen, oder nicht? Ich hoffe es mal. Ja, sieht doch gut aus. 26 km/h. Noch 70 Meter. Mein Gott. Noch ein bisschen rollen lassen, dass wir auch schön zum Stehen kommen. Und dann einmal bremsen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ist das nicht eine super genaue Haltegenauigkeit? Wahnsinn. So, Türen entriegeln. Wie langsam gehen die denn, meine Güte? Komische Leute. Naja, wir können uns schon mal reinsetzen. Und die Türen bestimmt auch gleich wieder schließen. Wir sind, glaube ich, sogar ein bisschen früher angekommen, als wir sollten. Cool. So, jetzt können wir wieder die Türen verriegeln. Und dann fahren wir weiter, ne? Diesmal nach Stolberg Hauptbahnhof. Da bin ich auch ab und zu in 3,3 Kilometer. Dann let's go! So, genug gechillt, einmal wieder rein. Wir sind nämlich auch gleich da, noch 1 Kilometer. Das heißt, wir machen uns schon mal auf den Weg zum Bremsen. Auf dem Weg, wir fangen mal an zu bremsen, so rum, ne? So, Sie fahren nicht vergessen, noch 300 Meter. Wir haben noch 70 km/h drauf. Die werden wir auch gleich los, hoffentlich, ne? Können wir ein bisschen stärker bremsen hier. Ach, Stolberg Hauptbahnhof, da bin ich echt oft. Sieht sehr realistisch aus. Also, unglaublich. So, Leute, macht euch bereit. Wir kommen mal hier zum Stehen, ne? Oder? 60 Meter noch. Schaffen wir das? Sieht gut aus, ne? Das wird eine richtige Punktlandung. 17 Meter. Ja, wunderbar. Dann einmal die Türen entriegeln. Auf der linken Seite diesmal. Genau. Fahrgasttüren schließen. Genau. So, jetzt nach Einendorf. Geil, da wohne ich. So, dann einmal Gas geben. Noch 4,5 Kilometer. Also einmal beschleunigen auf gute 100 oder 140, je nachdem, wie schnell wir halt fahren dürfen. Und dann machen wir den Tempomat rein und fahren ganz gechillt nach Eilendorf. Hey.
So, hier fahren wir auch schon ein in den Aachener Hauptbahnhof. Ist das geil. So, einmal stärker bremsen. Genau, 27 Meter. Komm, ich will eine Punktlandung haben. Naja, geht schon, ne? Dann Türen entriegeln auf der rechten Seite. Und dann sind wir auch schon da. Am Ziel Aachen Hauptbahnhof. Danke für das Abschließen dieser Fahrt. Lassen Sie uns sehen, wie Sie abgeschnitten haben. Ja, gerne. Ja, sieht doch ganz gut aus. Hier waren wir ein bisschen zu schnell, hier auch. Aber mein Gott, im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Haltegenauigkeit ist auch ganz okay. Ja, dann würde ich sagen, war es das auch schon mit diesem Video. Wenn ihr mehr sehen wollt von Transient World 2, zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Auf Insta folgen, wer mich mal sehen will. Auf Discord bin ich auch manchmal live, da kann man auch mit mir reden. Also beides in der Beschreibung verlinkt. Dann danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Video und ciao.